Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Sekiro. Beim letzten Mal hat uns dieser Feuerstier ganz schön zugesetzt, beziehungsweise hat uns sofort gekillt. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass da so ein wildwüchsiger Stier ankommt. Genau, ich glaube, wir müssen wie bei diesem anderen erstmal wieder was finden, womit wir den besiegen können. Bin mir nicht sicher, aber wir werden jetzt einfach mal das Hirata-Anwesen weiter besuchen, denn dort haben wir es ja gar nicht geschafft. Also das haben wir gar nicht alles gemacht. Fähigkeiten erwerben. Genau, wir können ja reisen. Genau, hier können wir noch irgendwas holen. Machen wir jetzt mal nicht. Aber wir können reisen, rasten. So, ich wollte gucken, ob ich irgendwie... Habe ich da noch irgendwas von? Okay, gehen wir nochmal zu dem... alten Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein Modul habe. Ich glaube, ich nicht eingesammelt, aber man kann ja auch Module verbessern. Vielleicht können wir das machen. Reden mit ihm. Nein, ich wollte nicht mit ihm reden. Ich wollte eigentlich... Da kann man die auch verbessern. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich habe. 1000 irgendetwas. Also, gucken wir mal. Preis verfügbar. Wirbelnder Wurfstern. Ein verbesserter Wurfstern, der mit Rotationsenergie gestärkt wird, verbraucht Geisterembleme. Ach so, müssen wir erst den freischalten. Okay, machen wir mal. Nicht verfügbar. Was brauchen wir denn da? Erfordert Materialien. Okay, wir haben keine Materialien. Das stimmt. Was brauchen wir? Elektroschrott? Was ist das für Materialien? Ja, wahrscheinlich, ne? So Metallschrott oder sowas? Gut, das müssen wir noch finden. Aber jetzt haben wir schon mal einen besseren Wurfstern. Oh, aber ist auch nicht schlecht. Angriff den Wurfstern. Halten, Wurfstern, Wirbelwurf. Ah, okay. Eisenschrott brauchen wir. Jetzt haben wir natürlich keinen Eisenschrott mehr. Müssen wir nochmal was finden. Gut. Zumindest haben wir ein bisschen was gefunden. So, und dann gehen wir ins andere Anwesen nochmal und besuchen das nochmal. Dann haben wir eigentlich schon relativ viel geschafft. Wir sind, glaube ich, bis zu diesem Typen mit dem Speer gekommen. Gucken, ob wir es schaffen, da hinzukommen. So, da. Da sind wir gerade. Und wir wollen ja hier. Und wir sind bis zum Weg des Anwesens gekommen. Versuchen wir mal, da uns gleich nochmal durchzuschnetzeln. Das war das Blöde, dass man natürlich alles wieder nochmal besiegen muss. Aber, ja, ich bin guter Dinge. Gut. Dann lass doch mal schauen. Ach ja, hier war doch gleich so ein Typ, ne? Ja, okay. Warten wir mal kurz, bis er weg ist. Und dann killen wir ihn. Ah, dreh dich um. Hier gibt's nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Du Opfer. Gleich verschwinden. Oh. Kann ich da festhalten? Du kannst da nicht festhalten. Achso, weil ich so ein Dachvorsprung war. So, wir gehen mal hier längs. Nur beim letzten Mal. Dann warten wir, bis die beiden sich beruhigt haben und dann greifen wir sie von oben an. Also von hier. Also den mit dem Feuer sollten wir als erstes killen. So, dann gehen wir schon weiter weg. Komm her. Oh, das war einer mit Pfeil. Alter, was macht er? Das gibt's doch gar nicht, ey. Wenn ich den auch so blöd getroffen habe, das nervt mich jetzt ein bisschen. Na gut. Wir müssen uns einmal heilen, leider. Hügelchen haben wir auch noch. Ah, ich sehe nichts. Okay. Ich sehe nichts, ist auch geil. Thank you.
Gut, haben wir alles eingesammelt. Jetzt hier weiter. Wir haben so ein paar Hunde, da müssen wir schon aufpassen mit diesen blöden Hunden da unten. Im Endeffekt ist es eigentlich egal. Da ist auf jeden Fall ein Hund. Und tschüss! So, das findet der andere Hund bestimmt nicht so super. Kommt bestimmt angerannt, Dackel gleich. Was ist da passiert mit dir, mein Freund? Gleich ist es hier passiert. Er ist sich auch noch nicht so sicher, was hier los ist. Ich hab doch hier so ein Löschpulver. Diese blöden Heinis da jedes Mal. Da hinten sitzt auch noch einer. Das weiß ich noch. Der lebt da halt jetzt. Einer da hinten ist noch beim Pinkeln, oder? Auf jeden Fall ist der Stinke voll. Oh Mann! Getroffen darf, ey. Das ist auch blöd, dass sie mich immer gleich treffen. Noch kurz was. Ich finde mir noch mal irgendwann einen weiteren Kürbiskern, damit wir hier mal durchkommen, ohne immer zu sterben gleich. Hallo? Man doch hier reinzurennen. Mann, Mann, Mann. Weiß gar nicht, wie ich den killen musste. Wir waren ja schon mal hier drin, haben die Axt geholt. Aber wer weiß. Warten wir, bis er aufhört. Killen wir ihn gleich. Alles andere macht auch gleich keinen Sinn, glaube ich.
geil ist, dass sie wirklich irgendwann einfach aufhören. Ich meine, hier wurde gerade ein Typ gekillt. Der andere ist weg. Trotzdem läufst du dann irgendwann und denkst dir so, ach komm, das so schlimm war das doch gar nicht. Dann ist er halt tot. Dann gehe ich jetzt einfach woanders hin. Also man muss ein bisschen... Kohle will ich noch bekommen, okay. So, jetzt noch einer da oben und zwei oder zwei von diesen anderen, die beiden, die müssen auch noch irgendwie. Dann zwei mit diesen. Was ist denn das? Naja. Ihn killen wir jetzt erstmal gleich, indem wir ihm in den Rücken stechen. Die haben wir alle. Okay, hier müssen wir als erstes killen. Blöden Typen da hinten, die nerven mich. Okay. Warten wir hier oben kurz mal. Dass er da unten fertig ist, damit wir da wieder runter können. Wir stehen ja beide dicht aneinander. Und der ist der Typ mit dem Speer. Ist ja dieser, keine Ahnung wer das ist, aber der ist ein bisschen schwieriger. Gehen wir lieber durch die Blumen, würde ich sagen. Okay, dann. So, er ist schon wieder abgelenkt und das interessiert ihn nicht mehr. Das war wahrscheinlich nur ein Schmetterling. Ja, ein Schmetterling. So. Muss ich aufpassen, dass der uns auch nicht sieht, der andere. Wenn er so mit seinem Speer trifft, das tut ganz schön aua. Und laufen! Alles, was wir können. Okay, warten wir erstmal wieder hier oben. Ja, unten sind auch noch zwei Leute. Die müssen auch noch einen killen, bevor wir ihn hier unten platt machen, glaube ich. Obwohl. Ein bisschen blöd. Kann ich runterfallen, ohne was passiert?
Sie ihn da schon rumlaufen? Die darf nur mich nicht sehen. Ich könnte ein bisschen überlisten. Von Jovanette. Shinobi-Jäger entschieden von Wiesen. Also er kann ja nicht so lange da unten rumtorkeln eigentlich. Kann er wahrscheinlich schon, aber... Vielleicht muss er doch mal weggehen da jetzt. Er glaubt immer noch, dass ich da bin, beziehungsweise weiß es. Aber er spürt es. Aber sehen dürfte er mich ja nicht hier. Eigentlich. Versuch mal was. Versuch mal weiter runter zu rennen. Vielleicht haut er jetzt von sich aus ab. Gut. Warte, dass die Musik mal weg ist. Vielleicht haut er ja wirklich ab. Nee, er haut nicht ab. Kommt immer wieder. Ach, das geht dann schon nicht locker. Mann, das erinnert mich jetzt ein bisschen. Gar nicht.
ich locker abwehren. Blöd. Von mir? Oh, geil. Oh! Haben die echt noch erwischt? Die Scheiße. So, wir rennen einfach direkt hin. Kein Bock auf warten. Ruhe im Pott. Oh. Was ist er denn für eine miese Sau? Haben wir echt jetzt hier Sand in die Augen geworfen? Wie blöd ist da denn? Oh!
wir warten wieder hier unten ein bisschen. Damit wir hier nicht kommen. Der Shinobi und warten, bis er sich wieder beruhigt hat, und dann holen wir uns ihn nochmal. Ah. Das ist nicht euer Ernst. Der ist nicht hier runtergefallen, oder? Ey, das ist nicht dein Ernst. Dein fucking Ernst. Aber er ist noch da, okay. Oh. Gut. Und ich habe fast kein Leben mehr, also gut und gut, ne? Den da oben müssen wir jetzt trotzdem noch mal killen. Alter Schwede, es war ein harter Kampf mit null Leben, wie man sieht, also übrig. Ich hoffe, ich kann hier irgendwo sparen. Oh, Gott sei Dank. Alles andere wäre jetzt wirklich fatal gewesen für mich. Ah! Gut. Warum habe ich mir so schwer getan mit dem? Mann, ey. Rasten wir mal kurz. Und wir können hier eine Fähigkeit, nee, Körpermerkmale verbessern. Yes! Aber was kann das denn? Eine Kette voller Gebetsgeilen, die in der Figur des Bildes aufgebaut wird, erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Okay, kann ich jetzt nicht großartig sehen, aber es wird wahrscheinlich so sein. Gut. Ah, schön. Gehen wir mal ein Stückchen weiter.
Okay. War ein bisschen plump alles, das gebe ich zu. Gott, dann bin ich da ins Wasser gefallen? Nee, da war das nicht. Das war woanders. Okay. Aber man kann hier auch längs, oder? Reines Öl, okay. Oh. Was geht denn los? Geht der Alarmschlag dahin? Wahrscheinlich, ne? Also irgendwie mache ich gerade alles falsch. Ich gehe natürlich einfach nur auf Action und renne rein. Natürlich dumm, sowas so zu machen. Aber ich komme vielleicht mal ein bisschen voran. Da hinten ist auch noch irgendwas, ne? Kann ich da runter irgendwie? Da ist irgendwo ein Ast. Aber jetzt die Frage, ob man wieder hochkommt, ne? Na, ganz da hinten ist doch was. Kann ich hier runterspringen und dann dahin kommen? Ich weiß es nicht. Zum Glück kann man aber wieder zurückkommen, ja, okay. Medizin. Kann man gleich mal durchlegen. Aha. Ja, da hab ich hier so einen Lachs. Den wir nochmal mitnehmen können. So, schwimmen wir zurück hier. Wahrscheinlich noch ein Boss gleich kommen oder sowas. Schauen wir uns den aber schon mal an. Hier brennt zumindest alles. Lichterloh. Schön. Hier draußen noch irgendwas? Was ich noch sehen müsste. Ich
anscheinend nicht. Man kann wahrscheinlich durch die Tür rein, wa? Oh. Oh, mir passt das Mikrofon um die Ohren hier. Da sitzt doch jemand. Ist der nett? Vater. Ah, mein Vater, okay. Du bist es. Ich habe versagt. Vielleicht haben mich die Jahre endlich eingeholt. Kümmere dich nicht um meine Wunden. Es hat keinen Zweck. Dafür ist es zu spät. Wolf, du musst das hier nehmen. Da steckt der Tempelschlüssel. Der Schlüssel zum verborgenen Hirata-Tempel. Ein Geschenk vom Uhu. Uhu. Der geheime Tempel findet sich ganz hinten im Hirata-Anwesen. Der Herr ist absolut. Verteidige ihn mit deinem Leben. Wenn er entführt wird, bring ihn um jeden Preis zurück. Was ist das? Der Schlüssel zu dem geheimen Tempel. Im Wohnhaus des Anwesens, der göttliche Erbe, ist dort. Der Vordereingang ist keine Option. An dem Feuer kommst du nicht vorbei. Jawohl. Vielleicht über die Klippen gleich hier draußen. Ja, kehr zum Eingang zurück und geh seitlich an den Klippen entlang. Nimm den Hintereingang. Über den Friedhof. Das ist dein Weg hinein. Verstehen. Okay. Wolf, vergiss niemals die eisernen Regeln der Shinobi. Ja. Dein Herr ist absolut. Wolf, beschütze den Herrn mit deinem Leben. Oh. Vater. Da drin, wenn wir suchen können? Von mir aus nach links gehen und den Klippen folgen. Wenn ich über den Friedhof gehe, finde ich einen Weg ins Innere des Anwesens. Überlass das mir, Vater. Okay, und hier finden wir nichts mehr? Ich dachte, hier könnte ich vielleicht noch irgendwas ergattern, aber das kann ich anscheinend nicht. Okay. Kommt man niemand mehr durch den Ausgang durch da? Oh! Nein, nein! Oh! Ist das euer Ernst? Ey, was sollte ich denn da gerade machen? Ist das euer Kack-Ernst? Ey, ganz im Ernst. Das ging ja gar nicht. So. Selbstmord, gib zu. Nein.
hüpf doch weg. Komm! Ach man. Nee. Das gehe ich beim nächsten Mal auf jeden Fall nochmal an. Ja, das war wirklich gemein. Gehen wir aber beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.